Im Zusammenhang mit dem traurigen Ende von der Credit Suisse hört man ziemlich viel Unsinn. Ich finde es eine Katastrophe für CS, für die Kunden, für die Mitarbeiter, für den Finanzplatz, aber auch für den Rechtsstaat Schweiz. Hören Sie mit mir ein paar Aussagen von den letzten Tagen. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Das ist der Daniel Lampard, Chefökonom vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund. 2007 bis 2019 ist er im Bankrott von der Schweizerischen Nationalbank gesessen. Er hat 2012 einen Mindest-Euro-Kurs zum Franken von 1,40 gefordert. Wären wir dem Rotschlag von Daniel Lampard gefolgt, wäre heute die Nationalbank und das ganze Land garantiert bankrott. Das sind zwei Sachen, oder? Wir haben gesagt, die Chefs, die haben gepfuscht. Was wir, glaube ich, auch gesagt haben, ist, die haben gar nicht keine Ausbildung gehabt für Banken. Das ist so, wenn ich Lastwagen fahren würde, ich habe keinen Lastwagenausweis, dann würde man mich nicht machen. Ja. Also, es war der Herr Rohner, der eigentlich von Sat.1 gekommen ist. Der Herr Schwan, der einen Nebenjob hatte, eigentlich war ja Roche-Chef, aber hatte noch einen lukrativen Nebenjob gehabt, glaube für die Risikoaufsicht zuständig. Und es war der Tiam, der eigentlich von den Versicherungen kam. Und diese Herren haben gefunden, wir haben das im Griff. Und man hat ihnen das offenbar geglaubt und man hat die Bank führen. Weil eigentlich hätte man diese Leute nie eine Bank führen. Das ist das eine. Das andere aber, ist. Wo ist Herr Lampard, kommen Sie, Herr Lampard, kommen Sie von einer Bank? Auch schon gewesen, ja. Ja. Ja, nur weil Sie im Bankrott waren von der Schweizer Nationalbank. Also, dann müssen wir dann bei Ihnen auch eine Due Diligence machen. Ja. Aber ich habe einen Ich bin nur bei der Nationalbank gewesen. Das ist eine politische Organisation. Das ist kein Geschäftsbank. Aha. Ja, ich glaube, die ist nicht wichtig. Nein, Moment. Die SP-Co-Präsidentin Mattea Meier hat in der Arena Spezial behauptet, wir Bürgerlichen haben jahrelang die Millionensalär von den Manager gerechtfertigt. Und sie hat gefragt, ist das Leistung? Ist das Eigenverantwortung? Da musste ich ihr halt eine Antwort geben. Ja, klar. Also, ich möchte einfach daran erinnern, die Abzockerinitiative, die die Aktionäre stärken soll, ist nicht von der Linken gekommen. Das ist von Thomas Minder gekommen, wie unsere Fraktion ist. Und Punkt 1. Punkt 2. Die Manager, die du kritisierst, die machen ja euch ein Modell. Das ist Managersozialismus. Sie bedienen sich aus einer Kasse, die nicht ihnen gehört. Das ist genau das, was ihr auch macht. Eine wichtige und nötige Verbesserung wäre das. Ja, wir müssen doch, wenn etwas systemrelevant ist für die Schweizer Volkswirtschaft, dann muss doch die Mehrheit eines Verwaltungsrats Schweizer sein. Muss der Schweizer Pass haben. Es ist unsere Volkswirtschaft. Wenn irgendein Amerikaner hier ein bisschen rumhört, und nachher kann er wieder auf New York arbeiten. Und wir sind im Seich in der Schweiz, das geht einfach nicht. Und zweitens sollte man sich überlegen, ob man nicht will, die kleinen Namen einführen, Namenaktien, die eine stimme Mehrheit haben, die aber nur Schweizer kaufen können. Dann hätte man wahrscheinlich schon mal einen richtigen Schritt gemacht. Ich persönlich habe folgende Lösung vorgeschlagen. Eindeutig. Also wir können die Bank nicht solo stehen. Okay. Sonst haben wir nachher ein Risiko, das wir dann nachher nicht mehr retten können. Also wenn dem riesen Gebilde etwas passiert. Ich gehe davon aus, dass die UBS Teil wird abspalten, vielleicht sogar CS Schweiz Teil wirklich wieder verkauft oder an die Börse bringt. Dann würde es auch viel weniger Arbeitsplätze kosten. Kann man, also um mir nicht denkbar, dass die UBS das Konstrukt noch behaltet. Weil dann hätten wir ein gewaltiges Risiko. Es freut mich, dass die FDP unter Thierry Burkhardt aufgrund von deren Idee, wo ich auch im Tagesanzeiger online erläutert habe, einen Vorstoss einreicht. Nämlich, dass die UBS den Schweizer Teil von der CS abspaltet und wieder in die Unabhängigkeit entlässt. Ich werde den FDP-Vorstoss selbstverständlich unterstützen. Meine Damen und Herren, so viel für heute. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Auf Wiedersehen.